Ja, Horst, Abschluss der englischen Woche, der zweiten englischen Woche in Folge. Bevor wir auf das Spiel und auf den Gegner eingehen, erstmal die Frage, wie fit ist die Mannschaft aktuell noch? Ja, wir haben heute vernünftig trainiert, sind alle ganz gut unterwegs gewesen. Bei Paddy Dragon ist noch fraglich, ob er spielen kann oder nicht. Maurice fällt weiterhin aus. Ansonsten, ja, Feller hat seine Gelbsperre abgesessen und darf wieder spielen. Lauren von Pischowski ist auch heute wieder ins Training eingestiegen, sieht auch ganz gut aus. Also haben wir eher wenig zu klagen in der Hinsicht. Das ist schon mal ganz positiv. Am Sonntag wird es mit Sicherheit auch nochmal ein sehr spannendes Spiel, ein anderes Spiel vermutlich als jetzt unter der Woche. Wie blickst du auf den Gegner voraus? Ja, Mainz hat sich auch gefangen, hat auch ordentliche Ergebnisse zuletzt erzielt, sind aggressiv unterwegs, recht lauffreudig unterwegs. Ja, müssen wir genau das Gleiche dagegen halten. Eine gute Aggressivität, aber eben auch eine schnelle Handlung am Ball haben und nicht zu lange am Ball bleiben und dribbeln. Dafür müssen wir uns gut bewegen wieder. Und ich gehe davon aus, dass wir eine aggressive Mainzer Mannschaft vorfinden werden, die alles dafür tut, um den nächsten Dreier für sich einzufahren und umgekehrt wir das genauso tun wollen. Mainz ist ja vor allen Dingen auch zu Hause relativ stark. Ihr seid aber auswärts dafür auch stark unterwegs. Glaubst du, es wird auch so ein bisschen Geduld spielen, wer da zuerst in die Gänge kommt? Es ist schwierig zu beantworten. Also die Spiele, wie sie jetzt in der Vergangenheit waren, du konntest vorher nie sagen, wie läuft das Spiel. Manchmal haben wir sogar auch früh geführt und dann doch noch sind wir in Schwierigkeiten gekommen. Am liebsten gehen wir früh in Führung. Wäre schön, wenn das gelingt in Mainz, weil es schon immer wieder Selbstvertrauen bringt. Aber es ist auch egal, wir haben auch einen Rückstand gedreht zuletzt und haben die Qualität, das hinzubiegen, wenn wir mal hinten liegen. Wir müssen wieder mit Selbstvertrauen und einer Spielfreude in das Spiel gehen. Ja, und dann hat jede Mannschaft es schwer, auch gegen uns. Und wir nehmen jeden Gegner ernst, die Mainzer ernst und wissen, wenn wir aber Top-Leistung bringen, dann wird es auch für Mainz schwer. Danke. Gerne.